Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Nightmares 3. Es geht in gemäßigten Schritten vorwärts. Groß kann man ja leider nicht sagen. Sonst wäre ich immer noch Master of Himmelbild und das bin ich nicht mehr. Aber es geht einigermaßen vorwärts. Und wir betreten jetzt ein neues Gebiet und das heißt irgendwie Bayou oder Bayou. Also Ludedu, Balu. Hier schleppt der Bär. Mal gucken. I'm getting closer to the treasure. It's my only chance to free my daughter. Sind wir fertig? Danke. Ja, dieser Sprechtext hier, ich kann es spüren. Davon hat die im Englischen nie was gesagt. Also diese freie Übersetzung, naja, nicht immer optimal gelungen, wie ich finde. Aber egal. Neue Aufgabe, der Geist. Das war nicht das erste Mal, dass mir der Geist geholfen hat. Ich glaube wirklich, dass sie mich zum Schatz führen will. Ja, aber irgendwie glaube ich, dass wir schon lange nicht mehr geduscht haben, weil Bello rennt die ganze Zeit vor uns weg. Dieser Geist rennt ständig vor uns weg. Also irgendwie scheinen wir nicht gerade den besten Körpergeruch zu haben. Das müssen wir noch dringend verbessern. Ja, ist was. Ja, aber erstmal will dieser Guardian jetzt bestimmt uns die letzte Geschichte mitteilen. We are so close to the beginning now. The 12 of us will reveal the story entire now. Listen about the days before Davy's luck changed. He lived with his daughter on the shore of a beautiful island. Theirs was a simple life. But the girl's heart was filled with joy. It was he who felt something was amiss. My daughter should have dresses and servants and jewels, he told himself as he hauled his boat ashore. Ah, und jetzt sammeln wir noch weiter lustige Sachen. Runen, aber nur noch ganze zwei und da ist die andere. Also ich glaube wirklich, wir sind nicht mehr weit weg vom Ende dieses Spiels. Yay! Und noch mehr Tiere, mit denen ich interagieren kann. Hurra! Be careful here in these swamps. Hey, look at me! I've ventured to find the treasure of Davy Jones and free everybody from the pacts. But all I wound up with was the treasure I stole from my own brother to fund the expedition. Hey, could you, give it back to him? If you pass through town again. And, tell him I'm sorry for stealing from him. Ja, gerne, wenn du mir sagst, wie du es geschafft hast, diese Kerzen in deinem Auge zu installieren. Das ist eine echt coole Sache. Also, wenn ich irgendwann mal tot bin, möchte ich meinen Schädel auch gerne irgendwo vermachen und mit Kerzen füllen. Sicher eine coole Sache. Nein. Zu dir will ich jetzt sicher nicht. Und zu dir auch nicht. Ich gehe nur zu ausgewählten Leuten. Yes, that's the satchel. Where's my brother? How is he? He says he's sorry. Well, of course I forgive him. I've had a lot of time to let go of my anger. Here, I want you to have this. For some reason, it attracts fireflies. Danke, Aufgabe erfüllt, Brüder. So, wir gehen weiter durch das verbotene Tor. Thank you for talking to me, brother. I'm so relieved to know he's not angry with me. Ja, das kann ich mir vorstellen, mein Lieber. So. Ups. Wir wollen doch nicht zu sehr im Bild rumklicken und eine Strafe riskieren. Nein, nein, das wollen wir sicher nicht. Was brauche ich denn noch alles? Was will ich mir denn jetzt schon mit dem Mist daraus zusammen? Oh, ein Frosch. Und da... Was ist das denn? So, da ist das. Und da ist noch eins. Ne, das brauchen wir noch. Jawohl. Ach ja, natürlich. Es ist wie Nightmares 1. Die Angelroute bleibt uns treu erhalten, aber... Ah! Nein!
Nein, bleib stehen, ihr Scheißviecher. Ist ja wunderschön, aber ich kann dir auch so sagen, wo sie lang gelaufen ist, nämlich, ich glaube, hier so, ne? Warum läuft die über den Steg? Die ist doch ein Geist, die kann doch bestimmt fliegen. Oh, wir nähern uns dem Malstrom des Todes, habt ihr gesehen? Wir nähern uns tatsächlich noch dem Malstrom des Todes. Das könnte echt noch spannend werden, komm her. Ja, was? Ach so. Nee, lass das mal bitte. Ich möchte jetzt nicht. Pack das weg. Doch. Okay, bitte. Ah. Ja, macht das Spaß. Ja, macht das Spaß. Ja, bist du jetzt glücklich? Danke. Dann können wir jetzt gehen. Ach, das war's schon. Zack! Jawohl. Und wir haben mein Minimalziel erreicht, den zweistelligen Bereich bei den Seepferdchen. Alle werden wohl nicht finden. Ich denke, dafür sind wir schon zu weit im Spiel fortgeschritten. Aber vielleicht finden wir ja noch die letzte Piratenkarte. Hier haben wir jetzt schon zwei Objekte weggeholt. Ich denke nicht, dass wir da noch was finden werden. Ja, natürlich nicht. Ziehen? Wie wär's denn damit? Keine Option. Natürlich nicht. Warum denn auch? Oh nein! Okay. Also, ihr seht schon, hier ist überhaupt nichts anderes mehr. Mit der Machete werden wir, denke ich, nachher das Lianenzeug durchhacken. Aber hier ist jetzt erstmal Ende. Hier gibt es jetzt auch nichts mehr zu tun. Ja, dachte ich mir irgendwie. Ja, natürlich. Nö. Ich habe das Mahjong für mich entdeckt. Ist zwar nicht so spannend. Ups. Wie das jetzt vielleicht sein mag, eine Wimmelbild-Szenerie zu durchsuchen, aber es ist für mich auf jeden Fall wesentlich gefahrenloser. Und die Gefahr, dass ich mich blamieren kann, ist einfach nicht mehr so hoch, denn die war verdammt hoch und ich habe sie auch immer wieder bewiesen. Also von daher ist das immer noch eine große Erleichterung für uns alle. Und man muss auch einfach nicht mehr so die Augen anstrengen, wenn man versucht, irgendwelche Sachen zu finden, die sich irgendwo in einem Bild verstecken. Weil das kostet auch einfach für den Spieler selbst immer ziemlich viele Nerven, wie ich finde. Da muss man sich immer noch aufregen, dass man es nicht findet. Ach, das ist immer fürchterlich. So, ich denke, jetzt müssen wir... Ah, nee. Gut. Aber jetzt müssen wir auflösen. So, jetzt kann es weitergehen. Ich bin offen für Neues. Aber ein bisschen lustig ist es ja auch schon, dass Davy Jones das nicht einmal gemerkt hat, dass wir irgendwo hier auf der Insel umherschleichen. Ich meine, interessiert ihn das überhaupt nicht, wo wir geblieben sind? Denkt er, wir sind im Meer abgesoffen? Irgendwie muss ihm das doch klar sein, dass wir weiterhin alles daran setzen, unsere Tochter zu befreien. Also, ein bisschen verstehe ich den Herrn und ich glaube, der ist echt ein bisschen eingebildet und hält sich für absolut unbesiegbar. Aber wir werden ihm schon noch zeigen, wo der Hammer hängt. Jawohl, ein Schleifstein. Endlich. We did it. Now give O'Malley what he asked for, child.
Ich werde Melly nicht geben, was er verlangt, denn was er verlangt, ist doch sonnenklar. Der will mir nur in die Wäsche. So, Zip, sag mal. Also, jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, siehst du, das dachte ich mir nämlich. Klar, sicher. Komm, mach. Und Frauenpower! Da! Oh, die kenne ich irgendwo noch aus anderen Minispielen. Ah, hier ist schon der... Der Würfelcode, den wir nachher aktivieren müssen. Ja, schön. Und jetzt? Ach so. Ja. Ja. Ich denke, wir stehen vor einem der finalen Rätsel. Da macht sich doch die Aufregung breit. Und vor allem, ich habe mir auch noch gar kein Schlusswort überlegt, wie ich das Spiel nachher gebührend zusammenfassen kann. Oh. Was will ich denn damit jetzt noch? Wir versuchen's. Ich muss alle zum Leuchten bringen? Wie genau soll denn das aussehen? Ach scheiße, ich habe nicht auf die Reihenfolge geachtet, ich Idiot. Die sind kaputt. Ja toll, die sind kaputt. Woher soll ich das denn wissen? So, jetzt kommt das. Dann kommt das. Oh, wie komme ich denn da hin? Ach, jetzt kommt erst der da unten. Nein, ich habe mir den Weg verbaut. Scheiße. Dann muss ich mir... Moment, das muss ich mir jetzt erstmal anschauen. Von hier geht's runter zu dem und dann hier rüber. Das heißt, den muss ich mir freilassen. Ach nee, dann darf ich den auch nicht berühren, okay. So, warte, wer kam jetzt dran? Na, das dauert jetzt noch kurz. Jetzt kommt der. Und jetzt der. Warte mal, warum habe ich mir den hier freigehalten? Ach so, das ging ja gar nicht anders. Ich bin ehrlich aufgeregt, was dahinter ist. Steine? Corey! That's it. You've gone too far. I'll release your daughter from the deal she's made. With one cut of the blade. And then I'll deal with you. No, please wait. I need to show you something. You're not a monster. I know it. What is it you want to show me? Gute Frage, meine Liebe. Was willst du ihr zeigen? Die letzte Wächtergeschichte... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, mit dem Guardian, mit dem Rauch und diesem Abgrund des Todes stehen wir direkt
unmittelbar vor dem Finale. Ich frage mich jetzt nur, wie er gewusst hat, dass wir hier sind und sie dann mal eben hierhin teleportiert hat. Also, ja, er kann fliegen, das weiß ich, aber trotzdem. Aber ich denke, was immer Sarah ihm auch zeigen will, wir werden es leider erst beim nächsten Mal erfahren. Wenn es wieder heißt, Nightmares from the Deep 3, Davy Jones. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.